Hallo meine lieben Gamer, das hier ist der 27 Zoll große Gaming Monitor von AOC, der AG273QX und in diesem Video schauen wir uns den mal genauer an. Dieser Gaming Monitor hat eine Auflösung von 1440p, also 2560x1440 Pixel, sprich QHD-Auflösung. Und man kann ihn, und das ist das Besondere, mit bis zu 165 Hertz betreiben. Das ist jetzt natürlich vor allen Dingen interessant für PC-Zocker, die eben eine hohe Bildwiederholfrequenz haben, wie beispielsweise für Online-Spiele oder Simracing beispielsweise. Der Monitor hat ein VA-Panel, Bildformat natürlich 16:9. Er hat eine Rahmenbreite von 8 mm, ziemlich kleiner Bezel-Rahmen nur. Und er kommt auch noch mit HDR10 Farbraum dazu. Und dieser HDR10 Farbraum, den kann er mit einer Maximalhelligkeit von 400 Candela darstellen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schöne und satte Farbe, beziehungsweise ein großes Helligkeitsspektrum. Reaktionszeit 4 Millisekunden. Das ist jetzt nicht ganz so hervorragend wie jetzt eben vergleichbar TN-Panels, aber nichtsdestotrotz in der Praxis fast nicht groß zu unterscheiden, ganz ehrlich. Bildeindruck deshalb sehr, sehr gut. Vor allen Dingen eben bei Spielen mit sehr viel Bewegung kommen die 165 Hertz richtig zur Geltung. Der Monitor kann wahlweise, zumindest in Windows, mit 59 Hz, mit 60 Hz, mit 144 Hz und eben mit 165 Hz betrieben werden. Das Spiel, mit dem ihr den Monitor betreibt, muss natürlich auch die Bildfrequenz von 165 Hz unterstützen. Teilweise sind manche Spiele auf 60 FPS begrenzt, aber normalerweise gibt es auch die höheren Bildraten, die ihr einstellen könnt. Teilweise gibt es auch einfach nur freigeschaltete, sprich variable Frameraten, wie hier bei Forza Horizon 4. Und entsprechend könnt ihr dann dort eben mit 165 Hertz spielen. Das Bild ist quasi auf den Punkt. Es wird schön die QHD-Auflösung genutzt. Schön scharf das Bild, sehr farbtreu. Es gibt aber auch, man kann das natürlich entsprechend anpassen, dazu kommen wir gleich. Und es gibt ein ganz kleines Manko, wie gesagt, da kommen wir dazu gleich. Die Bildschärfe ist nämlich nicht einstellbar. Ich habe zumindest keinen Menüpunkt gefunden auf dem im Bildschirmmenü, wo ich das einstellen kann. Ansonsten, der Schwarzwert ist gut. Vor allen Dingen für so ein Panel kann man das da nicht meckern. Das heißt, entsprechend ist auch der Kontrast so, wie er sein soll. Außerdem Bildbewegung, ja. Also er hat 165 Hertz und entsprechend flüssig und butterweich ist natürlich die Bewegung. Entsprechend braucht er allerdings auch einen Rechner, der natürlich auch die 165 Hertz liefern kann. Eine Konsole kann das ja leider nicht liefern. Also an der PS4 oder Xbox werdet ihr damit eher weniger glücklich. Beziehungsweise ihr könnt den Monitor natürlich darauf betreiben. Das geht. Allerdings eben nur mit den 60 Hertz maximal. Allerdings, wie gesagt, die Stärke von dem Monitor ist ja natürlich die 165 Hertz. Das ist auch das Verkaufsargument von dem Gerät. Die Frage ist natürlich, bei einem 165 Hertz Monitor, sieht man überhaupt einen Unterschied zu den normalen 60 Hertz? Meiner Meinung nach ja, allerdings ist der Unterschied nicht so groß wie beispielsweise von 30 auf 60 FPS bzw. Hertz. Da ist es natürlich ein riesiger Unterschied. Die höheren Herzzahlen, die werden quasi ja, nur von Profis wirklich registriert. Man merkt allerdings, dass das Spiel einfach noch weicher läuft, noch mehr butterweich läuft, als schon mit 60. 60 ist ja auch sowieso schon schön, aber mit einer höheren Herzzahl, sei es jetzt 144 oder 165, damit läuft das Ganze einfach noch weicher, noch geschmeidiger. Der Monitor kann auch 4K-Signale verarbeiten, also ein 3840x2160. Allerdings skaliert das dann eben auf das 1440p. An Features hat der Monitor einiges. Er hat zum einen FreeSync von AMD, also wenn ihr AMD Radeon-Karte habt, könnt ihr eben dort FreeSync zuschalten, um Stotterer in der Bildrate zu eliminieren. Außerdem, das ist wirklich fast einmalig, an beiden Seiten, an beiden Bildschirmseiten, hat der Monitor ausziehbare Halterungen.
wo ihr beispielsweise euer Headset dran befestigen könnt. Liegt auch daran, dass der Monitor natürlich auch für den Mobileinsatz für unterwegs gut sein soll. Eben, keine Ahnung, wenn ihr auf einer LAN-Party seid, beziehungsweise wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Dazu hat er nämlich auch einen massiven Metallfuß. Und an der Rückseite hat der Monitor auch noch einen großen Tragegriff, damit ihr eben den rumtragen könnt, eben damit der Monitor portabel ist. Obendrein ist auch noch höhenverstellbar. Und was auch sehr auffällig ist, er hat an der Rückseite einen LED-Ring. Und diesen LED-Ring könnt ihr beliebig beleuchten. Dazu gibt es verschiedene Einstellungen im Menü. Von einfarbig bis pulsierend bis Regenbogen könnt ihr da dort alle Farben euch bieten lassen. Problem ist nur eigentlich im normalen Betrieb, ich sage jetzt mal bei normaler Zimmerbeleuchtung, seht ihr von diesen Farben nichts. Das sieht nur jemand, der hinter dem Monitor sitzt, wirklich gut. Die Bedienung von dem Monitor erfolgt entweder über eine Art Joystick-Taste an der Unterseite in der Mitte oder über eine mitgelieferte Steuerbox, eine runde, die aussieht wie ein Puck. Und damit könnt ihr auch das Menü genauso aufrufen. Das Menü ist natürlich, ich sag mal, sehr, sehr auf Gamer ausgelegt und sieht auch entsprechend stylisch aus. Allerdings muss ich sagen, ist der Aufbau sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß bis heute nicht, unter welchem Menü Einstellungen ich bestimmte Features finde. Da muss man sich echt erst einfinden. Hier kann man dann auch verschiedene Voreinstellungen abrufen. Beispielsweise man kann sich selber drei Presets konfigurieren. Die kann man auch hier direkt an diesem Puck abrufen. Oder man benutzt voreingestellte Presets, beispielsweise speziell für FPS, für RTS, für Rennen, also für Racing, oder eben diese drei Voreinstellungen. Zudem kann man auch HDR beliebig zuschalten oder abschalten, auch wenn gar kein HDR-Signal anliegt. Daneben kann man natürlich auch die üblichen Werte einstellen, Kontrast, Helligkeit, Gamma etc. Im Menü stellt ihr übrigens auch die Lichteffekte auf der Rückseite ein und die können rangieren von wenig bis stark. Es gibt verschiedene FX-Modi wie atmend, blinkend oder Wasserwelle und so weiter. Wir machen weiter bei den Anschlüssen und die Anschlüsse sind eine der ganz großen Stärken des AOC, denn er hat zwei HDMI 2.0 Ports und er hat zusätzlich zwei Display Ports nach Standard 1.2, also genug Anschlussmöglichkeiten. Dazu kommen noch vier USB-Anschlüsse, wo ihr quasi das Ding auch als USB-Hub benutzen könnt und sogar ein USB 3.1 Port dazu. Die Anschlüsse sind alle an der Rückseite und zeigen nach unten. Das heißt, sie sind vom Anschließen ist es ein bisschen umständlicher, weil man nicht richtig hinkommt, aber es ist okay. Also schöner wäre es natürlich, wenn die Anschlüsse einfach nach hinten zeigen würden und nicht nach unten. Zum Thema Audio. Audio-Anschlüsse hat er auch. 3,5 mm Klinkenanschluss, ein Eingang für Mikrofone und auch Ausgang, wenn ihr Boxen anschließen wollt. Alternativ könnt ihr den Monitor auch direkt betreiben. Er hat nämlich auch Lautsprecher angebaut, nämlich 2x5 Watt Lautsprecher. Und die, könnt ihr euch schon denken, typisch für den Monitor, die sind nicht besonders gut, aber es ist besser als nichts. Also das ist schon mal zumindest irgendeine Lösung, die ihr dann habt. Letztlich ist der AOC 273QX für ungefähr 500 Euro erhältlich und dafür bekommt ihr für den doch gehobenen Preis einen doch gehobenen Monitor, der zum einen sehr, sehr wuchtig ist, auch dank dem Standfuß. Der wiegt insgesamt mit Standfuß 8 Kilo, das ist ein ganz schöner Brummer. Das heißt, er ist auch stabil und er ist auch wertig. Also das ist nicht so ein billiger Monitor von der Stange. Macht echt Spaß damit zu spielen, vor allen Dingen eben wegen den 165 Hertz. Da kommt echt Freude auf, wenn ihr das braucht. Weil, ich sag mal, viele Spiele benötigen das gar nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr Online-Spiele spielt, wenn ihr Shooter spielt, wenn ihr Sim-Racing-Fan auch betreibt, ist natürlich höhere Bildfrequenz immer gut. Vor allen Dingen natürlich im PC-Bereich. Der 273QX ist die flache Variante. Es gibt auch noch ein Curved-Display von AOC. Das ist dann der AG 273QCX. C wie Curved. Letztlich bleibt es die Frage, ist das Ding empfehlenswert? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Allerdings nicht ausschließlich für Konsolenbetrieb, aber er ist ein Allrounder, wenn ihr eben, wie gesagt, bestimmte Erfordernisse habt oder Ansprüche an den Monitor, dann erfüllt er absolut.
Und eben, wie gesagt, ihr könnt auch den mit 4K-Signalen füttern, ihr könnt ihn auch an der Konsole anschließen oder an was auch immer. Er bringt echt ein gutes Bild auf den Schirm, schön lichtstarkes, in HDR auch noch. Und damit ist das Ding empfehlenswert. Das, meine lieben Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne hier abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Und dann sieht man sich sehr gerne in einem nächsten Video hier, sei es ein Hardware-Test oder ein Spielevideo. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin.